Und ein Moinsen zu diesem Vorberichtstalk, Gasttalk und wenn es gegen BVB geht, dann geht's zu den Pölos, mein Toxi. Ja, Moinsen. Danke, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auf ein hoffentlich spannendes Duell am Wochenende. Darauf hoffen wir auch, ne? Also in den letzten Wochen hat man nicht groß damit gerechnet, dass man sich hier irgendwie Hoffnung macht, aber so VfB-Fan typisch, darüber redet man bei dir auf dem Kanal ein bisschen mehr. Jetzt neuer Trainer da, in Nürnberg ein 1-0, ja. Verdient geholt, aber irgendwo auch hingewirkt, ist halt ein Zweitligist. In Bochum endlich gewonnen. Auf einmal hast du wieder so ein bisschen Hoffnung. So ein bisschen Parallele zur Hinrunde. Damals hat man auch einen neuen Trainer, Bielefeld geschlagen, Bochum geschlagen. Da dachte man, ey, vielleicht kommen wir ein bisschen mit Hoffnung nach Dortmund und gab es ein 5-0. Also mal gucken, was da wird. Ihr kommt ja auch aus einer ziemlich brutalen Siegesserie direkt nach der Winterpause. Und dann kamen jetzt die paar Dämpfer, Champions League aus, Pokal aus, Meisterschaft, wieder Rückstand statt Vorsprung. Wie blickt man gerade so auf dem BVB von der Stimmungslage her? Ah, ja, immer noch so ein bisschen gemischt, ne? Also wir haben uns ja jetzt so ein bisschen rehabilitiert, auf jeden Fall, nach dem wichtigen Sieg auch gegen Union Berlin mit dem 2-1 am Wochenende, ne, am vergangenen, weil einmal mit Blick auf die Meisterschaft natürlich, aber auch auf den Abstand eben zum direkten Konkurrenten, der hinter uns war, war das in Sachen Champions League wichtig, da mal wieder so ein bisschen in die Spur zu kommen. Weiß ich nicht, trotzdem war es natürlich alles, was vorher passiert ist, schon ein Euphoriedämpfer für die Fan, ja, Lager oder für das Fanlager, für die Fans im Allgemeinen, würde ich mal schon sagen, wenn du das so gehört hast, weil, wie du es sagst, ne, wir hatten diese Siegesserie, wir sind in 2023 brutal gut reingekommen, rein von den Ergebnissen. Aber, und das muss man eben auch so sehen, spielerisch waren da trotzdem Dinger bei, wo du gesagt hast, bruch, wir haben sie gewonnen und wir freuen uns drüber, aber das hätte auch anders ausgehen können. Und ja, dann fährst du halt nach dieser Länderspielpause nach München, rechnest dir vielleicht doch was aus, startest sogar richtig gut in das Spiel und dann so ein Lapsus von eurem Ex-Torwart, von unserem jetzigen, vom Gregor Kobel. Ich meine, ganz ehrlich, dem Jungen passiert das, weil der rettet uns so oft den Hintern. Ne? Das ist, sei ihm verziehen. Auch, wie gesagt, jetzt gegen Union Berlin war er direkt wieder in der Form, wie man eigentlich alle kennen. Aber man hätte sich einfach gewünscht, dass dann auch die anderen Spieler es für den Torwart mal regeln. Und deswegen war das schon erstmal wieder so ein Dämpfer. Und jetzt geht es in die richtige Richtung. Keine Ahnung, ob das aber irgendeine Relevanz jetzt fürs VfB-Spiel hat. Ne? Also das weiß ich, kann ich total schlecht einschätzen, weil das kann alles werden. Das kann jetzt wieder ein Start gewesen sein für irgendeine Serie. Es kann aber auch, keine Ahnung, einfach wieder so eine Eintagsfliege gewesen sein. Es ist alles noch so ein bisschen schwankend, finde ich. Ja, ein bisschen inkonstant. Was waren so vom Gefühl her das Schlimmste für euch, jetzt mal ganz böse gefragt? Champions League Pokal oder dass ihr jetzt wieder Zweiter seid? Was war so das Nervigste, sag ich mal? Also Champions League, wenn man jetzt mal mit ein bisschen emotionalem Abstand drauf guckt, da muss man zum Beispiel sagen, auch das Hinspiel-Ding gegen Chelsea war auch schon sehr glücklich. Da war Chelsea auch in Dortmund sehr, sehr stark. Und dann ja in London, ganz ehrlich, am Ende des Tages haben die halt in den letzten Transferperioden knappe 600 Millionen rausgeballert. Und dass da ein bisschen fußballerische Klasse bei ist, das war dann auch zu erwarten. Das war schon stark. Deswegen kann ich persönlich damit noch halbwegs leben. Ist klar, mit der guten Ausgangslage wäre da auch mehr drin gewesen. In München, seien wir auch da ehrlich, jeder BVB-Fan wird wahrscheinlich, auch wenn er es nicht möchte, innerlich nicken, weil wir kennen es in München die letzten Jahre. Du kriegst regelmäßig 4, 5, 6, 3. Ja, es ist ärgerlich, dass es so gekommen ist. Und auch, wie gesagt, das Ärgerlichste daran war, das wenige Aufbäumen. Ja, dass man, ich meine, guck dir Freiburg ein paar Tage später danach an, wie man in München spielt. Ne? Und das ist eher das, was einen ärgert. Nicht, dass man in München verliert, sondern dass man sich so ergibt. Das war schlimm. Also das tat richtig weh. Ich glaube, das war richtig für die Fanseele furchtbar. Aber dieses Auftreten in Leipzig im Pokal mit dieser Riesenchance, nachdem die Bayern eben raus waren und du hast selber die Chance, den Titelverteidiger rauszuhauen, das wäre ja schon ein Big Point gewesen fürs Halbfinale, Finale. Und dann es hinzubekommen, in so einem Spiel zwei Torschüsse zu haben und davon den gefährlichsten in der 95. Minute. Es gab ja mehr Stromausfälle, ja, als Torschüsse von Borussia Dortmund aufs Tor. So, so kannst du nicht auftreten. Ich meine, ne, ihr seid ja selber im Pokal jetzt noch dabei. Das ist ja so euer Lichtblick, ne, wenn man jetzt so auf den harten Bundesliga-Alltag guckt. Und das war auch ein harter Kampf da in Nürnberg. Ne? Ich habe es mir angeguckt. Aber das ist halt auch Pokal. Aber ihr habt es wenigstens angenommen. So, und das hätte ich mir halt klar. Ne? Nürnberg ist kein Leipzig und Leipzig zu Hause ist noch mal was anderes, keine Frage. Aber
das war einfach, das war ein Schlag in die Fresse für die Fans und ich glaube, das tat mir persönlich sogar am meisten weh, ja. Ja, vor allem gerade, wenn du eben drauf guckst, das macht ja jeder automatisch. Die Bayern sind raus, das heißt, der Pokal ist direkt schon mal einfacher geworden, so vom Ding her. Eben. Wenn du jetzt mal guckst, was da noch rumrennt, also wir freuen uns drüber, also hast ja gesagt, so ein schöner Nebeneffekt, so ein bisschen neben der Saison bisher, dass du noch weit mit drin bist, auch wegen, muss man auch sagen, Losglück. Wir hatten ja bisher wirklich, gut, Dresden in der ersten Runde war für die erste Runde noch schwer, aber danach hattest du... Du musst es aber machen. Ja klar, ja klar. Du musst es trotzdem machen. Bielefeld, Paderborn, Nürnberg jetzt der Erstligist endlich mal. Und auch da würde ich sagen, das beste Los für uns, Heimspiel und noch Frankfurt, weil gegen Leipzig und Freiburg, gerade gegen Freiburg, ich glaube, letzten 8 Jahre gefühlt kein Spiel mehr gewonnen. Das ist echt verrückt bei denen. Bist immer nah dran und verlierst immer. Da wäre echt was gegangen. Wenn man mal guckt, Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, das ist ja mittlerweile ist der Pokal echt komisch geworden. Weil ihr seid meistens früher raus, die Bayern sind meistens früher raus aktuell. Wir hoffen nur, und da hoffen wir mal auf Freiburg direkt im Halbfinale, dass man einfach wieder Leipzig verhindern kann. Also wenn die den Pokal verteidigen, dann können wir das Ding eigentlich dicht machen. Da kann keiner Bock drauf haben. Also ich würde mir schon Freiburg-Stuttgart wünschen im Finale. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Auch Baden gegen Württemberg wäre eine ziemlich coole Aktion. Aber zurück zum BVB. Wie sieht es gerade bei euch so im Kader aus? Weil ich bin da nicht so tief drin, aber man kriegt immer wieder mit, dass da jemand verletzt ist. Da kommt eben nach einem großen Comeback zurück. Habt ihr gerade alle da oder fehlt da irgendwo was Wichtiges? Ja, also du hast ja im Winter zum Beispiel dieses Top-Talent aus Belgien geholt vom RC Anderlecht, den Julien Duranville. Hoch veranlagter Kicker wohl, der hat noch nicht einmal richtig mit der Mannschaft trainiert. Ne? Der hatte irgendwie einen Muskelteilabriss oder so, glaube ich, also irgendwas Schwerwiegenderes. Deswegen, der ist noch im Aufbau. Der wird auch weiterhin ausfallen, auf jeden Fall. Aber ansonsten sieht es, glaube ich, müssen wir jetzt auch nochmal PK und Co. abwarten. Wir hatten jetzt aber Gott sei Dank auch eine regenerative Woche, eine normale Woche, wo hoffentlich nicht so viel passiert ist. Jetzt war am Dienstag... Also sprich gestern in Dortmund auch öffentliches Training, da war der Trainingsplatz wohl relativ voll, was man an den Bildern gesehen hat. Also Mokoko ist wieder da, ein Adeyemi ist wieder zurückgekommen, ein Gregor Kobel war ja, wie gesagt, gegen Bayern dann auch wieder da. Ein Reus ist wieder eine Alternative, der war ja krank, auch Brandt ist wieder zurück. Also das sieht schon gut aus, weil das sind dann schon Spieler, die so die ersten 12, 13, 14 des BVB sind. Das sind auch so mit die Akteure gewesen, die auch diese Siegesserie bei sich so auf der Fahne hatten. Und die sind dann eben zu weiten Teilen weggebrochen gewesen. Auch beim Jamie Bynoe-Gittens zum Beispiel hieß es ja eventuell sogar Saison aus, weil es die andere Schulter war, die dann Probleme gemacht hat. Auch der steht regelmäßig wieder im Kader. Und G. Rayner war jetzt zuletzt krank gewesen. Alea hatte irgendwie auch einen draufgekriegt, ist aber auch wieder da. Also das sieht, glaube ich, personell soweit schon mal ganz gut aus beim BVB. Ja. Wie, das ist auch noch eine Frage, die ich mir am Beginn der Saison gestellt habe, dieser Wechsel von Rose zu Terzic, wie blickt man auf Terzic? Also seid ihr zufrieden mit ihm oder sagt ihr, da wäre in manchen Spielen doch ein bisschen mehr gegangen oder man hätte vielleicht dann doch noch Rose behalten können? Weil das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Du hast ihn gehabt, eine Top-Rückrunde gespielt, Pokal gewonnen, dann der Wechsel wieder zurück irgendwo in irgendeine andere Position bei BVB, dann kommt Rose, macht eine Saison so, ja, akzeptabel, gut, aber halt auch nicht der Wahnsinn, wird dann lassen. Und dann kommt Terzic zurück, dachte, so eine Rückholaktion klappt nicht immer. Wie ist das Fazit so jetzt kurz zum Saisonende? Also, das ist auch immer ein bisschen undankbar und unfair dem Trainer gegenüber. Ja, ja. Ist es einfach, ne? Weil, also was natürlich geil ist, ist dieser Stallgeruch von Edin Terzic. Das ist ja auch unüblich, dass du bei einem europäischen Topverein, der BVB so oder so trotzdem noch ist, dass du da jemanden so hast, der sich aus der Region kommt, auch mit Borussia Dortmund oder dem Verein als Allgemeines, so identifizieren kann. Das heißt also, ich glaube schon, Edin ist der Richtige, was Vermittlung von Borussia Dortmund betrifft. Also der kann auf jeden Fall den Spielern nahebringen, worum es beim BVB eigentlich geht. Jetzt ist genau das, was du sagst, wir hatten Trainerhopping die letzten Jahre. Das kann nicht der Kader eines Edin Terzic sein. Also das ist noch gar nicht so richtig seine Handschrift. Er muss jetzt mit dem Material umgehen, was er hat. Und ich glaube jetzt, ne, das ist ja sein erstes Jahr, auch von Sebastian Kehl als Sportdirektor das erste Jahr richtig, ohne Michael Zorc dabei. Die sind ja jetzt dabei und bauen ein bisschen um. Und ich glaube, jetzt geht es so in Richtung Vorstellung Edin und Vorstellung Sebastian Kehl. Und dann wird man mal richtig messen können. Trotzdem sage ich, was mich und viele BVB-Fans einfach ärgert, ist dieses Demutsthema. Ja, demütig sein, ne? Also man muss jetzt nicht in Größenwahn verfallen, das finde ich auch richtig so, und sagen, die Bayern, die schlagen wir jetzt 8-0 und dann verlierst du doch wieder 4-2, das wäre Quatsch gewesen.
aber ein bisschen mutiger würde ich mir auch einen Edin Terzic, einen Sebastian Kehl und einen Borussia Dortmund allgemein wünschen. Weil wenn du zum Beispiel auf das Duell oder auf vor das Duell des Klassikers guckst, dann heißt es da auf der PK, obwohl du tabellarisch den einen Punkt vor ihnen warst, wir sind der Jäger. Nein, ja, sind wir nicht. Ja. Wir waren die Gejagten. Nimm das an. Ja, also trau dich da mal ein bisschen mutiger zu sein, ohne eben in Größenwahn zu verfallen. Aber wie gesagt, mit Edin so, er ist empathisch. Er kann mit jungen Spielern. Also ich glaube, Marco Rose zum Beispiel, in Moukoko hätte niemals verlängert, wenn Marco Rose Trainer geblieben wäre, weil er unter dem einfach keine Einsatzzeiten hatte. Jetzt einen Adeyemi hat da einfach mal die Seiten geswitcht. Ne? Der kam ja viel über rechts, jetzt kommt er über links und über links funktioniert das deutlich besser. Also findet da schon auch die Position. Denn Julian Brandt festigt sich immer mehr. Also er kann Leistungen schon auch verbessern, ne? Und er erreicht die Spieler, denke ich, auch. Potenzial und Luft nach oben ist da aber nach wie vor noch. Aber ich bin einfach ein Freund von Kontinuität jetzt mal, dass du eben nicht in irgendwelchen Aktionismus verfällst, sondern dass du diesen Weg auch weitergehst. Aber dann kommuniziere bitte auch den Fans wirklich ganz klar das, was du vorhast. Weil ich finde, das ist einfach das, was die Fans verdient haben, dass jeder wirklich einfach weiß, okay, was ist jetzt der Plan? Weil dann kannst du ja auch damit leben, ne, wenn der BVB sagt, okay, es kann sein, dass wir 5 Spiele am Stück verlieren und dann wieder 4 gewinnen und dann wieder 3 Unentschieden spielen. Aber wir halten dran fest, weil wir haben eine Struktur, wir haben einen Plan, wir haben was Langfristiges vor. Dann stellen wir uns alle drauf ein. Aber wenn du gar nicht weißt, ja, was wollen wir denn jetzt? Sind wir jetzt Bayernjäger Nummer 1? Sind wir eine Talentschmiede? Wo stehen wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Da darf man als Borussia Dortmund gerne nochmal so ein bisschen dran. Aber mit Edin den Weg weiterzugehen, ist völlig richtig, finde ich. Ja, wirkt auch auf mich als ein gutes Fit. Aber wie du auch sagst, so, ja, so Borussia selbst. So diese ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Wörter wie Kontinuität, so, das kennen wir ja nicht. 4 Trainer. Ja. Ist mir ein unbekanntes Wort, kenne ich nicht. Aber wo wir schon bei Trainer und Kader sind, so ein bisschen, wie erwartest du Dortmund in Stuttgart vom Auftreten her? Ja, ich hoffe, und das hat Edin Terzic letzt noch mal irgendwann in einem der Spiele gesagt, ich glaube sogar rund um das Bayern-Spiel war es dann sogar, dass man sich auch wünscht, auch auswärts, wo Borussia Dortmund doch eher ein anderes Gesicht präsentiert als heim, was für mich auch noch so ein bisschen unbegreiflich und unerklärlich ist, dass man es schaffen möchte, ortsunabhängig sein Spiel zu spielen und so aufzutreten, wie Borussia Dortmund halt auftritt. Und das fand ich erstmal sehr gut, weil ja, natürlich ist ein Auswärtsspiel, jeder, der mal gekickt hat, kennt das ja, ne? Ob du jetzt auf deinem Platz bist, wo du jeden Stein kennst, oder du bist was anderes, das macht schon was mit dir, aber ein Platz ist ein Platz. Ja, und andere Top-Mannschaften schaffen das ja auch, so halbwegs zumindest die Waagschale zu halten, ne, zwischen Heim und Auswärts. Und deswegen würde ich mir einfach einen dominanten Auftritt schon mal wünschen, auch in Stuttgart. Also, dass man auch da viel Ballbesitz haben wird, davon gehe ich aus. Dass man vielleicht auch mal, das hast du gegen Union Berlin immer dann gesehen, dann wurde es auch gefährlich, weil Union steht für eine defensive Kompaktheit. Ja, das ist Wahnsinn, was Urs Fischer da mit der Mannschaft macht. Aber immer wenn es schnell wurde, wenn One-Touch gespielt wurde, wenn eine gute Passschärfe da war, dann wurde es halt auch da super gefährlich, weil das kriegst du, wenn sie es qualitativ so auf den Rasen zaubern, kriegst du es schwer verteidigt. Ja. Und wenn du schnell spielst, auch gegen den VfB defensiv, sodass die gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu stellen, sich zu orientieren, sich irgendwie einzugrooven defensiv, das würde ich mir erwarten und wünschen, weil dann kann es auch da scheppern, weil die Offensivqualität ist da beim BVB. Systemtaktisch bin ich mal gespannt. Das ist ja immer irgendwie ein 4-3-3, 4-1-4-1. Das wird ja auch auf dem Platz immer realtaktisch ein bisschen geändert. Aber ich erwarte eigentlich da keine großartigen Änderungen. Ich gehe jetzt mal, ne, sofern jetzt sich keiner mehr verletzt, davon aus, dass euer Ex bei uns im Tor steht, also Gregor Kobel startet, wo ich immer noch sagen muss, das ist einer der besten Transfers der letzten Jahre. Wirklich Wahnsinn, was wir da an Konstanz jetzt haben. Also, ich freue mich auf die Masterclass am Samstag. Ich weiß es doch jetzt schon. Ja. Das ist, letztes Mal, als ihr bei uns wart, hat er auch 2 Dinge rausgefischt. Also. Ja. Also ich meine, ihr wisst ja aus eigener Erfahrung, was da euch blüht. Also ja, mittlerweile sind die 15 Millionen echt ein Witz eigentlich. Damals waren sie voll marktgerecht, mittlerweile muss man drauf gucken und sagen, ey, vielleicht wäre da mehr gegangen, aber gut, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt in Ordnung für ein Torwart. Also muss man auch sagen, ich glaube, da hat Borussia Dortmund auch das Potenzial erkannt und dann vielleicht auch marktgerecht bezahlt. Und jetzt denkt man sich, ach, läuft doch. ich meine, das war damals mit Ashraf Hakimi zum Beispiel so ein Thema. Mhm. Hakimi wird bei uns immer noch vermisst im Sinne von, den hast du so als Rechtsverteidiger vom Typen her nicht so richtig ersetzt bekommen. Jetzt hat man gesagt, ja, 40 Millionen. Ich meine, sind andere Summen, ne, als jetzt beim VfB damals. Aber oh, 40 Millionen. Ja, aber jetzt Stand jetzt
Man weiß es nicht, aber du hättest jetzt diese 40 Millionen in die Hand genommen, dann hätten selbst die heute wieder ganz anders gewirkt, weil ein Hakimi bei PSG ist auch wieder 60, 65, 70 wert. Naja. Also selbst das hätte sich gelohnt, ne? Und ja. hätte, weiß man immer nicht. Aber wie gesagt, also bei uns im Tor grandios konstant. Ich rechne davor dann auch mal mit Hummels und Süle. Genau, Schlotterbeck gehe ich immer noch von aus, dass er ausfällt, wobei ich jetzt gelesen habe, dass er wohl doch größere Fortschritte macht als gedacht. Aber das wird, glaube ich, noch nicht reichen. Deswegen Hummels, Süle in. Links könnte ich mir wieder Guerrero vorstellen, rechts dann wieder Riasson, wobei Wolf, der jetzt zuletzt krank war, könnte auch da wieder reinrücken. Dann könntest du auch wieder hinten links Riasson, hinten rechts Wolf haben. Also das ist für mich noch so ein bisschen fraglich, weil dann könntest du Guerrero wieder ins ZM ziehen. Dann Emre Can für mich ganz klar irgendwie zentral der Sechser. Davor dann hast du zentral, würde ich es immer noch so machen, Julian Brandt und vielleicht Guerrero. Und dann hast du über die linke Seite, ja, ob du da mit Reus startest oder mit Adeyemi, für mich Adeyemi, ne, der hat direkt nach der Verletzung wieder gezeigt gegen Union Berlin, gefühlt war er gar nicht weg, ja. Bringt Tempo mit, Spielwitz mit, Dynamik mit, also ganz klar die Nase da vorn vor einem Reus, der das zuletzt auf dem Flügel gespielt hat und rechts dann mit Malen und vorne mit Allaire, also da würde ich gar nicht viel ändern, gerade bei den dreien vorne. Und dann bleibt zum Beispiel Kapitän Marco Reus auch da für mich wieder nur der Bankplatz. Nicht, weil ich jetzt gegen den schießen will oder sonst was, sondern weil einfach die Leistung der anderen besser war. Ja. Und es soll ein Leistungsprinzip sein, also muss danach auch aufgestellt werden. Ja, und dann wäre das schon eine gute Elf. Naja, also 100%. Also die Favoritenrolle ist glaube recht klar vergeben, bevor wir zur Prognose kommen. Wie viele Hoffnungen steckst du noch rein in das, ich sag mal, in Anführungszeichen, ist ja auch so ein Thema in Dortmund, was nie jemand groß ansprechen will, aber in das, in Anführungszeichen, Saisonzielmeisterschaft. Wie viel Hoffnung setzt du da rein? Weil es sind noch genug Spiele, ich glaube, 2 Punkte sind es, die Bayern patzen gerne mal, jetzt mal gucken, wie sie auf das Champions-League-Spiel reagieren. Da ist schon noch was möglich eigentlich. Und das habe ich immer gesagt, das habe ich auch schon gesagt, als es noch mitten in der Saison war, ich habe gesagt, ich glaube da so lange dran, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Ja. So. Alles andere bringt nichts. Ja? Also man muss jetzt nicht vermessen sein, zu sagen, wir werden es auf jeden Fall. Aber die Möglichkeit ist da. Der einzige Unterschied ist, dass wir, wie du eben auch schon richtig angesprochen hast, vorhin jetzt zurück sind. Das heißt, wir haben es eigentlich nicht mehr in der eigenen Hand. Aber ey, hat auch keiner damit gerechnet, dass die irgendwie gegen Leverkusen verlieren und wir auf einmal doch wieder Tabellenführer waren. Das Spiel in Freiburg, ja, hätten sie vielleicht anders gestalten können, war aber letztlich ergebnistechnisch auch wieder eine knappe Kiste. Schauen wir mal. Also der BVB tut gut daran, sich auf sich selber zu konzentrieren. Ich meine generell jede Mannschaft, ne, weil egal, ob du jetzt wie der VfB zum Beispiel da unten drin hängst oder wir oben drin hängst, erstmal an die eigene Nase packen, die eigenen Leistungen und Ergebnisse einfahren und dann musst du sowieso gucken, was machen die anderen. Da sind ja einfach die Hände gebunden. Du kannst nicht beeinflussen, was die Konkurrenz drumherum macht, aber du kannst beeinflussen, was du machst. Und deswegen, da müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten. Ja, das sind so Spiele wie bei uns auswärts auch ganz klare Pflichtaufgaben. Mal gucken, also wenn die Bayern noch so, Bayern bräuchten noch so 2-3 Gladbach-Spiele eigentlich für euch, dann geht da vielleicht noch was. Und ja, das wäre klasse. Was die da immer verlieren, weil ich habe das Restprogramm von Bayern gar nicht so auf dem Schirm, aber natürlich alle. Aber, und das ist eigentlich das Böse, dass man sowas dann hoffen muss in Sachen Meisterschaft. Ich glaube, die spielen noch gegen Leipzig. Und da würde ich mir dann mal wünschen, dass die Leipziger mal einen Sahnetag erwischen, ne? Auch im eigenen Interesse des Tabellenplatzes vielleicht so. Weil, wie gesagt, also das Ding ist, der BVB hat auch noch viele Heimspiele von den Restspieltagen. Ich glaube, jetzt noch 4 von 7, wenn man nicht alles täuscht. Und zu Hause sind wir halt einfach momentan stark. Zu Hause sieht es eben besser aus als auswärts. Deswegen, aber es ist dann müßig, darüber zu sprechen, wenn du jetzt zum Beispiel gegen Stuttgart eben nicht gewinnst. Ne? Um Gottes Willen. Und da sage ich jetzt noch nicht mal, dass Bochum oder Stuttgart oder auch die Blauen im Derby, hast du ja auch gesehen, dass das Laufkundschaft ist, wenn du nicht so mit 100% bei der Sache bist, dann gewinnt auch ein VfB Stuttgart gegen dich. Ja, so, das ist einfach so, weil es ist letztlich immer noch Bundesliga. Klar, ihr habt eure Baustellen, ihr habt eure Problemchen und so weiter und so fort. Auch das Thema fehlende Konstanz ist sicherlich eins bei euch. Aber ihr habt jetzt meiner Meinung nach auch mit Hoeneß einen Trainer. Kannst du gerne ja nochmal 2-3 Sätze spendieren. Da reden wir dann bei mir, wie gesagt, gleich nochmal ausführlicher drüber. Aber von dem halte ich fußballfachmännisch auf jeden Fall eine Menge. Und ja, kann sein, dass der halt einen Matchplan mitbringt, der einfach uns das Leben dann schwer machen würde. Ne? Ja. Ja, also hat schon viele kleine Stellschrauben gemacht, die einfach auch erstmal gereicht haben für die paar Tage, die er da ist. Jetzt ist ja Montagmittag, war es eine gesamte Woche erst, die er da war und schon 2 Spiele, 2 Siege.
einfach zurück in die Dreierkette, wie der Kader halt ausgelegt ist, die Wingbacks gespielt, Waldemar Anton nicht mehr krampfhaft auf dem Rechtsverteidiger, sondern eben einfach zentral in der Innenverteidigung macht, auch immer wieder gute Spiele so, oh Wunder. Hast einen Mio, der von Beginn an kommt, auch mal Spieler, die per Einwechslung reinkommen, wie in Nürnberg, ein geiles Spiel machen, dann auch belohnt werden und Startelf spielen dürfen, kennen wir so auch nicht mehr. Also ich war vom Grundsatz gar nicht abgeneigt von der Idee von Labbadia, aber wie es am Ende funktioniert hat, war schon alles noch sehr, sehr eingefahren, sehr stur auf seine Spielweise, auf seine Formation. Deswegen tat schon sehr gut. Und das Bochum-Spiel war ja erster Auswärtssieg seit, keine Ahnung, 200 vor Christus gefühlt. Von dem her war das, ist das Gefühl gerade ziemlich gut. Ich habe auch ein bisschen auf so statistikmäßig ein bisschen geschaut. So viele Werte sind gar nicht unterschiedlich. So, auch, ich glaube, zugelassene Torschüsse vor allem war was, was mir aufgefallen ist, wo wir, glaube ich, auf die gesamte Saison gesehen nur einen mehr zugelassen habt als ihr. Laufleistung, Ballbesitz und so Geschichten ist gar nicht so unterschiedlich, nur eben die Effektivität, die individuelle Klasse von euch, dass ihr auch mal Punkte holt oder einen Sieg holt, wo es vielleicht eher ein Unentschieden hätte sein können, was wir überhaupt nicht machen, wir überhaupt nicht fähig zu sind eigentlich. Deswegen, man kann sich schon ein bisschen Hoffnung machen, so aus VfB-Fansicht. Wenn du so unten auf den Abstiegskampf guckst, ist natürlich schwer, weil wir haben jetzt einen Punkt auf Schalke, zwei auf Bochum und so Geschichten, aber was glaubst du oder wen glaubst du trifft's am Ende? 17, 18, 16. Ja, also so wie das sich jetzt darstellt, tabellarisch kann es vielleicht kommen. Also da sehe ich tatsächlich vielleicht euch auch so ein bisschen in einer ganz guten Position, eben durch diesen Trainerwechsel. Wie gesagt, und Hoeneß ist jetzt ja auch, finde ich zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt so eine Panikreaktion, weil das ist einfach noch ein junger Trainer, aber der hat einfach eine klare Idee. Der ist, glaube ich, relativ flexibel in dem, was er tut, anpassungsfähig generell auch. Und du sagst es ja, das ist ein kleines Stellschräubchen, aber ganz ehrlich, du musst ja auch in einem laufenden Spielbetrieb jetzt nicht das große Ganze ändern. Ja. Das machst du dann wieder quasi mit Neustart in der Saisonvorbereitung, wenn der Kader nochmal justiert wird, wenn du nochmal Personal abgibst und dazu holst, dann machst du halt große Dinge. Aber du musst halt mit dem, und das macht auch für mich einen guten Trainer aus, du musst mit dem arbeiten, was erstmal da ist. Ja? Wenn du jetzt irgendwie einen Bürojob wechselst und du kommst den ersten Tag in dein Büro, ja, und du hättest gerne, keine Ahnung, 10 Radiergummis da liegen, aber es sind nur 2 da, ja, dann kannst du dir irgendwann, wenn du Bürobedarf äußern kannst, auch 10 bestellen. Super. Ja. Aber wenn du erstmal nur 2 hast, geh damit um. Ja. Es ist immer so im Leben, ne? Und ich glaube, das kann ein Sebastian Hoeneß. Und so schlecht ist der Kader nicht. Also ja, sehe ich den VfB nicht. Und ja, man hat es ja jetzt auch wieder gesehen, Bochum und die Blauen, also der komplette andere Ruhrpott, steckt jetzt wieder ganz tief unten drin. Da liegen jetzt auch schon ein bisschen die Nerven blank. Ne? Hat man jetzt auch mal bei Riemann gesehen, mit den Fans aneinander geraten und so. Ist aber auch normal, weil auf beiden Seiten einfach pure Anspannung ist, im Fanlager und auf Spielerseite. Und eigentlich müssen sie sich jetzt pushen und gegenseitig da rausziehen. Aber man kennt das ja, dann ist der Druck da und der Frust da und so. Das tut auch nicht gut, ne? Weil du verunsicherst damit natürlich auch weiter. Ich glaube, für die wird es schon eng. Ja. Ja, also es ist eh eine schwere Frage gewesen, weil sich jeden Spieler was ändert. Wenn du jetzt mal guckst, du hast Freitagabend wieder Schalke gegen Hertha und so Geschichten. Mhm. Wir haben jetzt endlich mal wieder Platz 16 erreicht, das heißt aktuelle Relegation. Dann hast du einen Punkt Abstand auf Hertha, 2 Punkte auf Schalke. Bochum ist ja, doch. Hertha nehme ich auch noch mit in die Runde. Ja, Hertha muss. Und dann hast du noch 3 Punkte Rückstand auf Bochum immer noch und halt mittlerweile auch leider 5 auf Hoffenheim. Mal gucken, was die Bayern machen am Wochenende. Aber die sind normalerweise zu gut, ist mal. Lange Niederlagenserie gehabt, aber jetzt mal die ersten 3 Siege am Stück geholt. Matarazzo ist ein ordentlicher Trainer, wissen wir alle. Ich glaube, die sind da vermutlich raus, dass sie einfach zu gut sind. Und da mal gucken. Also gerade die Hertha, die einzige, die noch ohne Trainerwechsel da unten. Mal gucken, wie lange die das noch so mitmachen. Wird auf jeden Fall eng, aber ich würde uns da auch vom Restprogramm her ganz gute Karten geben, wenn du eben deine Aufgaben machst. Jetzt vor Bochum, wie gesagt, 300 Jahre kein Auszug gefeiert. Da guckst du auf Spiele wie Augsburg auswärts, Berlin auswärts, also Hertha auswärts, denkst du, ja, wo soll man da Punkte holen? Jetzt hast du wieder gewonnen, jetzt hast du mehr Hoffnung. Letzter Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Du hast dann währenddessen auch noch zu Hause Gladbach, die ja auch alles andere als eine irgendwie konstante Saison spielen. Also die Hoffnung ist wieder sehr viel größer als noch vor, ich sag mal wirklich vor einer Woche, sage ich mal ganz doof gesagt, nach dem Unionsspiel vor allem. Das ist bei euch nicht anders als bei uns. Ja. Also nur umgekehrt. Ne? Also bei uns war es halt die absolute Euphorie. Ja, du gewinnst. Dann kommt dieser Riesendämpfer in München und gefühlt, und das ist immer das Unfaire an diesem Geschäft, und gefühlt ist dann wieder alles scheiße. Ja. Ja? Weil du einfach so einen Dämpfer bekommst, weil du denkst, das kann doch nicht sein. Du bist beflügelt. Ne? Und so war es jetzt bei euch. Ihr wart frustriert. Jetzt hast du mal diese 2 Siege in der Woche, wo du denkst, boah, geil,
Ja, und schon schöpfst du wieder neuen Mut und neue Hoffnung. Und das ist natürlich so rum bei euch, ehrlich gesagt, besser als dieses ja, Abgefuckte bei uns, wo du denkst, ja, und schon wieder täglich grüßt das Murmeltier. Deswegen, also auch von dem Aspekt her, deswegen sage ich auch, ne, emotional, ich weiß gar nicht, wie ich das einschätzen kann Ja. aktuell. Ist so der Trend euer Friend, würde ich mal sagen, weil das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und der BVB ist jetzt auch, ja, gab schon empfindliche Klatschen, ne, aber es gab auch Momente, da habt ihr auswärts dafür gesorgt, dass Lucien Favre als Trainer entlassen Ja, wird. Ne? ist leider So. auch schon lange her. Gerade zu Hause habe ich mal Ja. geschaut. Wir haben jetzt diesen einen Sieg gehabt, 2017. Das war noch unter Bosch bei euch, glaube ich, und unter Hannes Wolf. Und drumherum sind es halt aus den letzten 10 Heimspielen 9 Niederlagen. Also es ist Ja. schon eine klare Serie, aber man kann sich als VfB-Fan durchaus ein bisschen Hoffnung machen, auch so ein bisschen, wie gesagt, statistischer Natur her ein bisschen Hoffnung machen. Es ist ein Heimspiel, ausverkaufte Hütte, das wird eine geile Stimmung. Und dann gebe ich mal an dich weiter, was du ergebnistechnisch tippst. Also, das ist jetzt natürlich wieder der schwarz-gelbe Wunschtipp, ne? Ja, Alle logisch, logisch. VfBler, tut mir ja leid. Und danach könnt ihr bitte wieder alle Punkte holen, weil den VfB sehe ich weiter erstklassig. Da hätte ich andere Mannschaften, die ich einfach gerne weiter unten hätte. Bin ich ehrlich. Das gilt im Übrigen genauso für unseren Ruhrpott, bin ich auch ehrlich. Also auch die hätte Ja. ich lieber weiter oben, weil auch das ist für mich eher Erstliga als andere Konsorten. Ich glaube fürs Spiel, dass wir uns einen fangen. Also so oder so, weil das ist einfach das, was ich gefühlt immer tippe diese Saison. Ohne Gegentor machen wir es äußerst selten. Und das liegt nicht an Gregor Kobel, wohlgemerkt. Nee. 1-2, 1-3 würde ich mir einfach wünschen, dass wir es einfach mitnehmen, dass wir einfach unsere Hausaufgaben machen in Stuttgart, dass es trotzdem kein leichtes Spiel wird, das glaube ich nicht, weil wie gesagt, ein Spaziergang würde es gegen keinen Bundesligisten. Aber am Ende sollte sich unsere Klasse dann hoffentlich durchsetzen. Das ist, glaube ich, so auch der klassische, glaube ich, Tipp von so einem neutralen Fan, wenn man aufs Spiel drauf guckt. Auch Ja. unser Spiel gegen Bayern zu Hause war auch am Ende, haben sie es natürlich verdient gehabt, aber am Ende noch dran gekommen. 1 zu 2 nur am Ende ist ein enges Ergebnis. Das ist so der Klassiker. So lang hängt es auf 0-1, lang hängt es auf 0-2, dann kommt vielleicht irgendwann der Konter noch zum 1 zu 3 später. So der Klassiker-Tipp. Also, wenn ich ganz neutral drauf gucke, wäre es auch mein Tipp. Natürlich aus Fansicht hoffst du, ey, du hast Heimspiel, da kommen 60.000, du hast ein bisschen Euphorie mitgenommen. Dortmund trotzdem immer noch, glaube Platz 2 in der Osttabelle, also so verkehrt seid ihr auswärts auch nicht, sonst würdet ihr auch nicht da oben mitspielen. Aber man hofft so ein bisschen vielleicht auf den Punkt, weil wir haben es auch gemerkt, letzte Saison, punktgleich mit Hertha, besseres Torverhältnis, es kommt auf jeden kleinen Minifaktor an. Und wenn wir dann gegen Ja. Dortmund einen Punkt mitnehmen, während dann Hoffenheim nach München muss, während dann Bochum, glaube ich, zur Union muss und so Geschichten, wirklich harte Spiele, Schalke hat es, das Heimspiel das Wichtige. Dann wären ja schon die sogenannten Big Points im Abstiegskampf. Also realistischer Tipp ist wirklich gut schlagen, 1-2, 1-3. Hoffnung ist vielleicht irgendwie ein Pünktchen mitzunehmen. Und dann Ja, kann ich verstehen. hoffen wir mal sehr darauf. Stimmung wird sowieso geil. Ich habe sehr, sehr Bock aufs Stadion am Samstag. Und wir quatschen bei dir noch eine Runde. Und vielen Dank, Auf dass du am jeden Start Fall. warst. Ja, immer wieder gerne. Und ich glaube, abschließend für alle, die das hier gucken, wir wünschen uns einfach wirklich ein spannendes und gutes Fußballspiel, was Werbung für den Fußball ist. Und dann eben mit dem Ausgang für die letztlich dann bessere Mannschaft. Ja, und hoffentlich nicht irgendwie VAR im Fokus oder Oh, irgendwelche nee. Schiri-Entscheidungen, weil das ist halt immer Quatsch. Ja, ich glaube, darauf kann man auch berechtigt hoffen. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Weitere Geschichten zum BVB bei dir auf dem Kanal, bei mir im Vorbericht, Stadionvlog, alles drumherum. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Abonniert den jungen Mann und Daumen auf dieses Video, ne?